Herr Dr. Welter, Sie sind gerade ausgezeichnet worden mit dem Green Tech Award. Wie fühlt man sich? Toll. Es macht Spaß. Es ist ein schönes Gefühl, eine schöne Anerkennung, die ich auch mit nach Hause nehme, an die Mitarbeiter weitergebe. Es sind einige, die wussten, dass wir unter den nominierten Firmen sozusagen uns platziert haben, aber wissen noch nicht, wie es weitergeht. Die werden sich riesig freuen. Sie sind ja ausgezeichnet worden für die Entwicklung der E-Klatsch. Ja. Was hat Sie denn bewogen, die E-Klatsch überhaupt zu entwickeln? Es gibt ja Vorläufermodelle, die aber eigentlich im Sog der Geschichte verschwunden sind. Ja. Also früher war es so, also E-Klatsch ist an sich keine neue Idee. Die ist vielleicht 15, 20 Jahre alt, aber man hat das ursprünglich mal gemacht, um Handschalterfahrzeuge zu automatisieren oder teilweise zu automatisieren. Das kam aber nicht so an. Inzwischen ist die Technik viel weiter und inzwischen kann man mehr machen. Inzwischen kann man sie zum Beispiel dazu nutzen, um Handschaltern das Segeln beizubringen. Und mit diesem Segeln bei abgeschaltetem Motor hat man einen CO2-Effekt. Der Motor ist aus, also ist der CO2-Ausstoß dramatisch reduziert und das wird auf einmal unheimlich interessant. Und dann kann man natürlich diese Automatisierungsfeatures noch zusätzlich verkaufen. Das macht Sinn und das interessiert heutzutage. Also die Triebfeder war zum einen ein Komfortgewinn, zum anderen aber auch CO2-Einsparung, also ja. Umweltschutzaspekte. Ja. Und das Ganze soll so positioniert werden, dass es natürlich deutlich kostengünstiger ist, als wenn man einen Automaten kaufen würde. Wir hoffen damit natürlich auch die Handschalter, die weltweit in so großen Stückzahlen produziert werden, im Moment immer noch 40 Millionen Stück pro Jahr, etwas zu modernisieren und etwas attraktiver zu machen für die Zukunft. Wie sieht denn die E-Klatsch aus? Bislang gibt es ja Autos, die haben noch vielleicht einen Seilzug oder wenigstens einen Geber- und Nehmerzylinder mit einem Hydraulikschlauch dazwischen. Hat die E-Klatsch das auch noch oder ist das rein elektrisch? Das kann rein elektrisch sein, muss aber nicht. Man kann auch die vorhandene Hydraulik nutzen. Man hat einen elektrohydraulischen Aktuator mit einer kleinen Kontrolleinheit, einem kleinen Computer, wenn man so will, an Bord. Und das wird angeschlossen an die Kontrolleinheit für den Verbrennungsmotor und kommuniziert dann sozusagen mit dem Fahrzeug. Es gibt aber nach wie vor ein Kupplungspedal. Nicht unbedingt. Es gibt Systeme, die haben noch das Kupplungspedal drin für solche Fahrzeughersteller, die darauf nicht verzichten möchten, sei es aus Marketinggründen oder sei es, weil sie eben einem bestimmten Kundenstamm das bieten möchten. Es gibt aber auch eine Variante, da ist das Kupplungspedal raus und da wird das Kuppeln initiiert durch eine Bewegung des Gangwahlhebels ganz von alleine. Kann man das wahlweise ein- und ausschalten, trotz Kupplungspedal? Wir machen es in Vorführfahrzeugen. Ob das in der Serie dann mal so kommt, wissen wir noch nicht. Das hängt vom Fahrzeughersteller ab. Theoretisch ist es möglich, ja. Erklären Sie doch bitte mal, wie der Umwelteffekt genau zustande kommt. Was macht die im Hintergrund arbeitende Elektronik, Elektrik, um den CO2-Ausstoß zu minimieren? Na gut, also sie stellt fest, wie der Fahrzustand des Fahrzeugs ist und wenn der Fahrer, sagen wir mal, das Gaspedal entlastet, praktisch keinen weiteren Vortrieb anfordert, wird entschieden, ob die Kupplung geöffnet werden kann und der Verbrennungsmotor abgestellt werden kann, das Fahrzeug also freirollt. Das Ganze macht eine Elektronik. Sie prüft dabei auch automatisch, ob man jetzt gerade auf Bergabfahrt ist, also eigentlich Schubbetrieb braucht oder nicht. Ob der Batterieladezustand gut genug ist oder wenn man gerade in einer engen Kurve ist, dann wird sowas nicht angeschaltet. Das Ganze läuft von alleine ab und ist dann abhängig von der Verkehrs- und Betriebssituation. Egalisiert die E-Klatsch auch Fahrerfehler? Also ich denke, der Fahranfänger beispielsweise, der Probleme mit dem Anfahren hat? Ja, definitiv. Also die E-Klatsch kann korrigieren, wenn jemand das Fahrzeug beim Anfahren abwürgen würde. Auf der anderen Seite kann sie natürlich auch automatisiert anfahren. Zum Beispiel dann, wenn man im Stau steht. Das kann ja sehr angenehm sein, dass man nicht permanent immer das Kupplungspedal bedienen muss. Und es gibt ein paar andere schöne Funktionen. In solchen Systemen, die beispielsweise ein Pedal dabei haben, kann man über so einen Sportschalter natürlich die Kupplung auch ein bisschen knackiger abstimmen. Das gefällt manchen Leuten, besonders dann, wenn die Autos schön motorisiert sind. Das heißt also, der Fahrspaß bleibt auch mit E-Klatsch in jedem Fall erhalten? Das war das Ziel. Das muss auch der Fall sein, ja, definitiv. Können Sie heute schon sagen, in welchen Fahrzeugen E-Klatsch eingebaut wird? Ich kann hier keine Hersteller nennen, aber ich kann Ihnen sagen, praktisch jeder europäische Hersteller ist interessiert. Aber wir haben auch Interesse aus Japan und aus China. Es betrifft eigentlich alle Fahrzeuge, in denen Sie heute einen Handschalter vorfinden. Auf jeden Fall alle Pkw. Bei den kleinen Nutzfahrzeugen beginnen wir gerade mit entsprechenden Untersuchungen.
wenn eine normale, fußbetätigte, konventionelle Kupplung vielleicht 150.000 Kilometer hält mit einem guten Fahrer, wie lange hält dann eine E-Clutch-Kupplung? Also sie ist länger ausgelegt. Sie ist ausgelegt für 200.000, 250.000 Kilometer. Das muss auch so sein, denn das System ist ein elektronisches System. Es sollte nicht im Auto ausfallen, es wäre ein Liegenbleiber. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, ganz klar. Können Sie sagen, wie die Kostenlage ist gegenüber einer konventionellen Kupplung? Also was kostet das E-Clutch-System mehr als ein normales hydraulisches System? Lassen Sie mich so sagen, ich möchte es Ihnen nicht in Geld sagen, aber Sie müssen dafür nicht auf Ihren Urlaub verzichten. Es kann sein, dass Sie auf das Mittelklasse-Abendessen beim nächsten Italiener vielleicht mal verzichten müssten. Dann haben Sie es. Aber dazu, das spült Sie auch wieder rein. Sind die Mehrkosten mit der längeren Haltbarkeit kompensierbar? Ja, definitiv. Also es ist eine Amortisationszeit erreichbar für einen durchschnittlichen Fahrer von weniger als 2 Jahren, definitiv. Für berufsmäßige Fahrer eher noch mehr. Okay, danke für die Information. Vielen Dank.